Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Anno 1800 in unserem Teamprojekt. Wir sind in der inzwischen dritten Folge. Wir haben letzte Folge unser Schiff verloren. Hoffentlich kriegen wir es diese Folge von Archibald wieder. Und ansonsten geht es weiter mit dem üblichen Spaß. Feuerwehr? Ja. Schon wieder eine Folge rum. Was? Wow. Ja, gut, dann gehe ich kurz aufs Klo. Ja gut, also die neue läuft schon. Aber du kannst natürlich gerne trotzdem aufs Klo. Läuft mal alleine. So, wat, wobei stehen geblieben hier unten? Das habe ich mir fast gedacht, dass das passiert. Jojojojoj. Aber das ist ja auch normal. Das ist logisch. Das ist ja komplett logisch. Wow, halbe Stadt abgebrannt und da steht was von Attraktivitätsstufe. Ja. Gestiegen. Was gestiegen bei euch? Da würde ich mir mal Gedanken über euren Baustil machen. Tom, alles unter Kontrolle noch? Tom? Ist mit sich selber beschäftigt. Ja, also Castle Boxy steht halt auf so einem barocken Baustil. Es ist alles im Griff. Ne? Oder schleppst du schon selber die Eimer? Ja, das ja. Das ist bei uns ein Volksfest. Tradition. Ja, wir feiern hier den Burning Man. Abrissparty. Ach, das brennt ja immer noch. Ja, der brennt das immer noch. Was denkst du denn? Ich hör's halt einfach nur von der Musik. Ja. Party hart. Wieder oder immer noch? Immer noch. Wo ist es denn? Ja, es ist schon kleiner geworden. Vor allem, wie sie daneben einfach im Biergarten hocken und Bier trinken. Ja. Oh ja, warmer Tag heute. Und wahrscheinlich bist du doch, ey, es brennt. Ja, eine geile Show heute wieder hier. Eine feurige Stimmung. Kriegst du was geboten für dein Geld? Eine Minute, auch 1:1. Okay. Wenn nichts los wäre, wäre doch langweilig. Wie sieht's mit dem Alkohol aus? Ist noch genügend da? Oh nein, was mache ich denn? Ich bin gerade noch an den Schweinen dran. Ach, sind sie zu... Noch. 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 Zumindest ist bei uns keine hitzige oder keine feurige Stimmung. Ja. Vorgesorgt. Die Kastropper sind etwas temperamentvoller. Wie heißt ihr? Kastropper Ochsel. Tom. Hast du jetzt schon. Achso, ist eh wurscht. Wir haben keinen. Du hast hier bei mir auf der Insel keine Lehmgrube gebaut, ne? Nee, noch nicht. Okay. Was? Bei mir jetzt auch noch nicht. Hätte aber meine. Ja. Aber nur eine. Wir hätten gerne die zweite Insel im Land der Löwen, wäre das möglich? Natürlich, klar. Wow. Ernsthaft? Nein. Ich würde gerne Aufgaben erledigen, aber irgendwie haben wir noch kein Schiff. Obwohl, da könnten wir uns eins kaufen. Kauf mal eins, das ist ein Schnäppchen. Brennen. Ach, es sind nur noch zwei Häuser. Tommy, wir haben's bald. Ja, ich bin da ganz tiefenentspannt. Ey, krieg ich jetzt ein Minus auf dem Counter? Bedeutung für Königin und ja. Vater. Und ab geht die Post. Geld verdienen. Also schätzungshalber bin ich bei 54 oder sowas, oder? Ja, so um den Dreh, aber ich habe damit aufgehört. So. Oh, es ist geschafft. Oh, endlich wieder normale Musik auf den Ohren. Aber auf einer Insel lang eine Lehmgrube. Ja, ich denke auch. Das reicht, wenn wir das bei mir machen. Weil wir haben ja auch hier vier Stück. Der Insel hier. Okay. Du hast doch schon gekauft, das ist doch unseres. Ja, ich habe gesagt, ich kaufe eins.
sind. Soll ich die machen, Schwabbel? Nee, mach eine spannend. Ich könnte durchaus. Sag dir Bescheid, wenn du zur Insel zurückkommen kannst. Die Dingsaufgabe. So, ne, nicht, dass man da also wenn du was abschießen musst, nicht. Ja, mach einfach, aber nicht jetzt auch nicht Schiff verlieren, bitte, das wäre schlecht. Würde nicht in meinen Plan passen. So. Treibgut gehst du gerade sammeln? Ja. Hier ist eine Ägyptologie. Ich habe letztens mal wieder bei einem anderen, bei Walle vorbeigeguckt, der das auch hier immer spielt, Anno. Ja, der hat alles am Cap, also Geld und so, das hat er das Maximum erreicht. Ja, wenn du das sehen willst, schau in 3 Folgen bei mir und Patrick Weiner. Ja, wahrscheinlich. Sagt er, obwohl er eigentlich fast bankrott ist. Ach so, kacke. Hier rein. Sagen Sie mir, sind Sie moralisch integer oder auch nur so ein schurkischer Langfinger? Es liegt nicht an mir, Ihre Verbrechen zu kennen, sondern allein die passende Bestrafung zu finden. Wenn du es nicht brauchst, kannst du es auch stehen lassen. Hm? Benutzt du das Schiff gerade noch, sonst kannst du es parken erstmal. Ja? Ich wollte. Die eine Aufgabe noch fertig machen. Jo. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Zwischenzeit. Ziegelproblem mit meinen 2 Ziegeleien da. Ich hab nur eine. Brauchst du Ziegel? Ich kann dir was verkaufen. Oh, nö, danke. Ich wollte was sagen. Naja, so langsam geht's da voran. Ja, wir machen immer noch ein bisschen Minus, aber ist nicht schlimm. Hol ich.
Wirbel. Hast du? Ja. Oh, das ist gut. Genau die Menge, bitte. Ich würde, glaube ich, mal sagen, ich mute mich mal nebenbei und rede ein bisschen mehr mit euch. Jawohl, aber im Moment. Ja, ist kein Problem. Sonst sind die Zeiten, wo nichts gesagt wird, zu viel. Weil doch alle sehr konzentriert sind. So, wir haben jetzt auf jeden Fall die Arbeiter wieder hochgetrieben, also weil die waren... Ein bisschen erweitern oder so, aber mehr nicht. Waren im Defizit. Jetzt haben wir es wieder auf Plus und jetzt können wir hier gleich den Markt bauen, dann passt das wieder hier. Jetzt warten. Gucken wir nochmal in die Leiste rein, was die Produktion sagt. Voll, voll, das passt. Hier sind wir am Limit. Mal erweitern. Das ist am Limit. Wobei da eine Kleiderei, also Kleiderdings reicht. Schweine sind wir am Überproduzieren noch, aber das passt auch erstmal. Dann geht's gleich weiter. Brauch halt für die Schweine Lehm, ne? Deswegen ist das, steht das gerade noch ein bisschen. Aber hier können wir eine weitere Bude hinbauen. Auch euch hier hin tun. Weil wir haben zu viel Wolle und keine Klamotten. Das heißt, er kann sich jetzt hier aus dem Marktplatz direkt die Wolle nehmen. Kann auch Klamotten machen. Den könnten wir eigentlich mal hochtreiben, aber da fehlt uns Holz und Stein. Weil dann wird die Gesamtlagerkapazität höher. Patrick, ihr habt doch einen Plan, Mensch. Ja, ist gut. So. Geht ja ab wie Schmitz Katze, wirst du dann gleich sehen. Ja, ich hab Rückenwind, ich bin gleich da. Sehr schön, der holt jetzt hier, genau. Sehr schön. Dann haben wir das ein bisschen hochgebracht und dann gleich. Das kommt gleich. Hier müssen wir halt nochmal gucken. Da können wir noch eine dazu bauen. Unten. Ja, komm, bauen wir gleich zwei. Dann haben wir wieder ein bisschen Puffer, weil die saufen wie die Löcher. Du hast etwas für mich, nicht wahr? Schnell und sauber. Sehr schön. Sarah macht Aufträge. Das passt perfekt. Das passt perfekt. Oh, das wird schön. Sehr schön. Ja, Patrick, meine ich. Okay. So. Passt, 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 passt. Dann bauen wir noch zwei Hütten dazu. Zack, zack. Dann kann das weiter funktionieren. Uhe. So. Arbeitstechnisch sind wir auch noch voll im Bereich. Nicht zu viele Arbeitslose, nicht zu viele und auch kein Defizit. Blöde Leben vorkommen hier. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen hochgeschraubt. Kommen wir erstmal ein Stück weit, denke ich. Da sind wir auch noch im Grün, aber das wird eng bald. Sehr schön. So, dann checke ich nochmal, ob hier der Bäcker drin ist, weil das ist auch wichtig. Hier unten, der hat immer so... Flaggschiff erwartet Anweisungen. Ich beobachte sie auf Schritt und... Hab ich. Der hat hier im Bäcker, ja, gut, da musst du keine Mühlen bauen. Du kannst direkt mit der Backstube das Getreide verarbeiten und das ist sehr wichtig. Na gut. Ach, leg mich doch mal schön. 1000 Münzen, nee, das ist zu teuer. Wenn der dann da erscheint, snacken wir uns den. Dann kannst du dir halt den Bau von Mühlen sparen. Spart Platz und Ressourcen, ne? Schon nice. Die ist halt schon schön dann. Ich bin gerade am überlegen, ich glaube, ich erweitere erst ihn hier. So. Kondor 2, sehr schön. Und komm da.
Er hat halt echt Stress hier. Geil. Aber hilft erstmal nichts. Jetzt fangen wir erstmal hier hinten. Der hat auch zu viel Stress. Bauen wir nochmal einen zweiten hin. Wenn die sich da reinteilen, weil hier kommt potenziell sowieso mehr. Das wird ja noch erweitert. Ich wollte jetzt die Schweine machen, wenn ich wüsste, wo ich die hingebaut habe. Wenn ich wüsste, wo ich die hingestellt habe. Ach ja, genau hier. Da. Eins. Zwei. Na gut, das braucht noch. Oh, wir sind wieder im Defizit. Wir müssen Häuser erweitern. Geht jetzt schnell, du. Geht jetzt wirklich schnell. Wie ihr seht, ich versuche halt so aus der Mitte rauszuwachsen, wie es in einem richtigen Dorf auch ist. Randbezirke sind eher so ein bisschen gammelig und in der Mitte wohnen die Reichen und Schönen. Deswegen versuche ich aus der Mitte raus quasi nach außen die Stadt zu spreaden. So die Idee dahinter. Beim System wäre es scheißegal. Also aktuell. Das würde so oder so funktionieren. Maxi, du. Hä? Machst du? Sofort an jeder Straßenecke. Ja, das die ganze Zeit da rumkrachen und rumfoltern. Ja, ich reiß ab und zu mal was ab. So, was machst du? Ja. Ich bin ein böser Junge. Aber ich habe da eine Bitte. Das Volk in den Wind, oder? Ja. Ach, scheiße. Von Yannick hört man nichts, von Marie hört man nichts. Ich bin voll konzentriert. Ich wollte nur wissen, ob ihr noch da seid. Voll konzentriert. Ich bin da, aber. Aber. Bin auch da. Ist schön. Nehmt schon, bevor ich davon einen trinke. Oh, ein Geschenk. Die Welt spalten. Wir liegen Ihnen wirklich am Herzen, oder? Wird doch langsam. So. Ich wollte das Silo angucken. Es geht. Gleich bin ich da, Schwabbel. Gleich bin ich da. Das ist sehr gut. Das Ornamente. Umso schneller können wir unseren Plan verfolgen. Ich kann das schon sehen, das Ziel. 20 Holz. Das hängt alles nur an deiner Lieferung. Was? Oh ja, das können wir machen. Insel ist in Sichtweite. Da ist er. Oh, sehr schön. Wiege. Also, so wie die Taktik spiele ich zum ersten Mal, Patrick, ne? Na toll. Ja, aber also, alles gut. Wird schon, brauchst keine Angst haben. Könnte man natürlich an mehreren Fronten gleichzeitig. Jawohl. Kämpfen wir an mehreren Fronten gleichzeitig. Was steht denn mit der Mitte? Aber. Ja. Hat ja nix. Mach ja da jetzt! Ja, ich bin doch schon unterwegs, siehst du. Hast du schon mal hier imperiales Flaggschiff auf der Achse gedreht? Hast du nicht gesehen, wie unsere Stadt heißt? Ja. Achso, jawohl. Das ist mir gerade so. Ist es? Gib mir den Stoff. Achso, ich zieh rüber. Moment. Ja, oh. Da tut sie selber raus. Komplett. Oh. Jetzt. Ja, dann warte. Boah. Jetzt noch kurz warten, dann. Jetzt geht's ab. Ja. Ich schreib's dir mal.
Jetzt geht's richtig ab. So, Schweine haben wir jetzt einen ganzen Haufen. Wo fangen wir an zu produzieren? Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Das dauert noch kurz, die müssen erst noch einziehen. Ey, was ist jetzt das mit Favorit? Achso, ja. Wenn wir endlich auf Arbeiter gehen, ey. Warum ist er unzufrieden? Was ist mit dem? Mach ich jetzt. Weißt du, der hat alles, was er will. Ja, ne. Funktioniert auch jedes Haus, was ich anklick. So. Oh, jetzt hab ich's gemacht. Scheiße, warte mal. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben die Kirche, möchte ich da noch bauen. Das sind aber richtig viele Steine. Und Holz. Wie viel machen wir denn da? Aber das gibt halt nochmal einen schönen Zufriedenheitsboost. Oder muss ich wieder downgrade? Rot kommt noch, da warte ich halt noch auf den Bäcker, dass wir den kriegen. Zur Not muss ich halt vorbauen, aber wir können uns auch erst nochmal auf die Seife versteifen. Ich denke, das ist auch in Ordnung. Wir müssen generell größer werden, weil ihr seht, es gehen beide Zahlen runter. Was? Nee, noch nicht. Es gehen halt beide Zahlen runter. Und irgendwann sind wir leer. Das heißt, wir müssen insgesamt die Stadt vergrößern. Die Bilanz ist ganz geil. Die Bilanz, so, der ist auch abgeschlossen, der Betrag. Das ist schön. Also hier mit unserem Silo, der Auftrag ist abgeschlossen. Das, jetzt wird halt das, die Schweine-Dings wird jetzt geboostet, ne? Guck mal hier, 125% durch das Silo. Dadurch wird die Schweineproduktion geboostet, woran das Silo steht. Das ist ein DLC. Ja. Aber, es war wieder mal soweit. Sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare Tipps und Tricks. Und wir sehen uns morgen. In der Freitagsfolge müsste das sein. Und die letzte, die wir heute aufnehmen. Bis dahin, ciao.